Hallo meine Lieben, heute habe ich mal wieder einen Tag für euch und zwar ist das der Girly Tag. Er hat ziemlich viele Fragen, ich glaube es sind 50 oder so, deswegen werde ich versuchen auf die meisten Fragen mit nur einem Wort oder einem kurzen Satz zu antworten und will jetzt hier nicht zu viel reden, weil das Video so schon sehr lang wird, denke ich. Also viel Spaß beim Video! Die erste Frage: Ist es niedlich, wenn dich ein Junge auf die Stirn küsst? Finde ich ja. Ich finde es niedlich. Ein großes, weites Kleid oder ein kurzes Partykleid? Je nach Anlass. Ich finde zu Feiern wie Abschluss oder Hochzeiten oder sowas ein weites Kleid und zu Partys halt ein kurzes Partykleid. Aber ich finde es unpassend zum Abschluss oder Hochzeiten oder irgendwie sowas Wichtigem, also sowas, ein Partykleid anzuziehen. Das finde ich unpassend und ja. Würdest du dich über einen Liebesbrief freuen? Ja klar, welches Mädchen wird das nicht? Gruppendates oder Einzeldates? Was sind Gruppendates? Wie geht das? Also ich hatte noch nie ein Gruppendate. Ich weiß auch gar nicht, was ich mir darunter jetzt vorstellen soll. Also deswegen Einzeldate. Hast du es, wenn sich Männer in Gegenwart ihrer Freunde anders verhalten? Ja, ich finde, das geht irgendwie gar nicht, weil irgendwie ist das ja voll die Verstellung und so ein Fake-Ich von den Männern und ich hasse so ein gefaktes Ding. Also von daher, nein, also ist dumm. Sind Diamanten die besten Freunde von Frauen? Ich schätze schon, also Diamantenkristalle und sowas. Also ich stehe total auf solchen Schmuck. Trägst du deine Haare offen oder zusammen? Offen, also viel lieber offen. Glättest du deine Haare? Nein, ich glaube, das letzte Mal, dass ich sie geglättet habe, war vor circa einem Jahr. Also das ist schon eine Weile her. Welches ist dein Lieblingsfrauenmagazin? Ich lese gar keine Magazine, ehrlich gesagt. Ich finde sie alle unspannend. Aber das, was ich mir manchmal durchlese, ist, glaube ich, die Glamour. Keine Ahnung. Also ich lese keine Frauenmagazine, ich weiß es nicht. Ich lese auch keine Männermagazine, ich lese gar keine Magazine. Mich interessieren eher Bücher, Romane und so. Welche ist deine Lieblingsmascara? Das ist die Colossal von Maybelline Yarde und generell alle Maybelline Yarde Mascaras. Ich liebe sie. Lässt du deine Fingernägel machen? Ja, ich habe Gelnägel und lasse sie jeden Monat nachmachen. Große oder kleine Taschen? Zu Feiern kleine Taschen, aber ich gehe auch auf Partys mit Taschen, da ich einfach mein Portemonnaie und alles dabei haben will und mein Schlüssel und das nicht an der Garderobe lassen will. Ich passe auch immer gut auf sie auf, aber so zum Rausgehen eher eine große Tasche, da passt mehr rein. Was sind deine Must-Haves in der Handtasche? Portemonnaie natürlich, eine Feuchtigkeitscreme, so eine kleine, ein Kamm, ein Schlüssel, ein Labello und ja, das war es eigentlich. Das sind diese, die man auf jeden Fall dabei haben muss. Und Taschentücher sind auch noch wichtig, genau. Jeans oder Röcke? Jeans. Trägst du Klamotten, Schmuck oder Schuhe, die unbequem sind? Ja, ab und zu schon. Wenn man halt gut aussehen will für irgendwas Besonderes und die Klamotten aber vielleicht etwas zu eng sind oder an gewissen Stellen einfach, weil das mit Pailletten oder so ist, die ganze Zeit in die Haut einfach sticht und wehtut und da Schuhe zu klein oder zu hoch sind, zwängt man sich doch trotzdem manchmal rein. Welche Frau hat das noch nicht gemacht? Schreibst du viel SMS? WhatsApp? Ja, ziemlich viele. Das ist auch irgendwie manchmal schlecht, glaube ich. Was würdest du tun, wenn du schwanger werden würdest? Später mich freuen. Jetzt im Moment weiß ich nicht. Also ich kann mich da in diese Situation nicht reinversetzen, so direkt. Aber ich glaube, erstmal wäre ich schockiert, aber würde mich dann doch auch freuen. Weil ein Kind ist ein Kind und ein Kind ist was Süßes. Und ich habe so viele Kinder in meiner Familie, mit denen ich klarkomme und ja. Was ist denn die Lieblingsfarbe? Rosa und hellblau und Türkis finde ich auch sehr schön. High Heels oder flache Schuhe? High Heels finde ich viel schöner, allerdings auch viel unbequemer, also flache Schuhe. Hast du jemals bei einem romantischen Film geweint? Bei einem romantischen Film noch nicht so. Also bei so Liebesfilmen weine ich nie eigentlich. Aber bei traurigen Filmen, wie zum Beispiel beim Leben meiner Schwester, da ist mein ganzes Bett, also meine ganze Bettdecke und mein Kissen danach nass. Würdest du das Haus ohne Make-up verlassen? Ja, mache ich jeden Morgen, weil ich mich zur Schule niemals schminke. Ich habe keine Lust darauf und es ist mir auch irgendwie, es ist nur Schule. Also mache ich ziemlich oft, ja. Walmart oder Target? Ich glaube, dieser Tag kommt aus Amerika und da sind das solche Läden, aber und solche einfach nur Einkaufsläden, also Dinges. Da würde ich sagen, Kaufland. Kaufland ist bei mir 5 Minuten um die Ecke und da gehe ich ziemlich oft shoppen. Also, ja.
Und es ist eine große Auswahl und die haben gute Duftkerzen. Was will man mehr? Duftkerzen. Ja, trägst du Hemden oder Blusen mit Kragen? Ich habe welche, aber sie trage ich nur, wenn irgendwie irgendwas, wo ich sehr businessmäßig aussehen muss, sehr ordentlich, dann trage ich sie, sonst eigentlich nicht, nein. Magst du Schönlinge? Was sind Schönlinge? Kann mir das jemand bitte in die Kommentare schreiben? Und was Gruppendates sind? Ich weiß nicht, was Schönlinge sind, also ich weiß nicht, ob ich sie mag. Bist du verdorben? Was heißt jetzt wieder verdorben? Ich hätte mir diesen Tag vorher durchlesen sollen. Ich habe mir diesen Tag nicht durchgelesen, muss ich zugeben. Ich meine, das ist gerade ziemlich spontan. Verdorben. Heißt das jetzt, dass ich irgendwie immer so schlechten Humor habe? Ich habe schwarzen Humor. Das ist auch nicht jedermanns Sache. Aber ob das verdorben heißt, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was das damit gemeint ist. Denkst du, Lipgloss ist das Beste? Nein, finde ich leider nicht so, weil ich eine relativ dicke Unterlippe habe. So schon. Und Lipgloss setzt ja immer noch einen auf die Lippen mit drauf. Und ich finde, bei mir sieht das dann sehr, sehr aus wie ein Schlauchboot schon fast. Und deswegen mag ich kein Lipgloss. Ich tendiere eher zu Lippenstiften oder Labellos. Hast du große Sonnenbrillen? Ja, ich habe tatsächlich eine Paris Hilton Sonnenbrille, so nenne ich sie. Seit noch nicht allzu langer Zeit. Die ist ungefähr so. Ja. Deswegen. Und komplett schwarz. Aber ich liebe sie. Und sie hat so einen breiten Rand und ich mag sie sehr, sehr gern. Und deswegen, ja, habe ich. Aber ansonsten habe ich noch, ich glaube, 4 oder 5 in diesem Ray-Ban-Design. Also diesen berühmten Ray-Ban in diesen kleinen viereckigen Teilen, die halt mal sehr hipster und so waren. Ja. Wie lange brauchst du, um dich morgens fertig zu machen? Zur Schule brauche ich circa 20 Minuten. Da ist aber alles mit drin, also aufstehen, anziehen, Tasche packen, bla bla. Wenn ich so, dann 2 Stunden. Darunter sind aber 10 bis 15 Minuten allein die Wimpern zu machen, weil meine ja sehr kompliziert sind. Und ja, deswegen. Ja. Und duschen natürlich und alles. Magst du es, Verbände, Pflaster zu tragen? Ich weiß es nicht. Wieso sollte ich das mögen? Also wenn mir etwas wehtut, dann mache ich mir immer sofort ein Pflaster drauf. Also wenn ich mich irgendwo geschnitten habe oder so. Weil ich damit, also ich nicht ich persönlich, aber jemand, den ich kenne, damit schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht hat und danach, ja, er hatte sogar eine Blutvergiftung. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es nur fast eine war oder ob er eine hatte. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war ich davon so schockiert, dass ich seitdem immer sofort ein Pflaster drauf mache. Ich weiß nicht, ob das als mögen gezählt oder nicht. Generell, ne? Ist mir egal. magst du Skaterboys? Ja, ich finde sie eigentlich ganz hübsch, aber sie sind jetzt nicht so, dass ich sage, wow, es sind die Männer, die ich will. Wow. So, steht hier? Scheiße. Gold oder Silber? Gold. Wobei ich auch ziemlich viel Silber trage, aber Gold, finde ich, passt zu Blondinen und zu blauen Augen einfach viel, viel besser. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, auch die meisten Blondinen tragen tatsächlich Gold. Wenn ich mir so Instagram und Tremble und Rihanna Bilder angucke, haben irgendwie alle Blondinen immer Gold. Und ich finde auch, zu mir passt das besser. Ja. Magst du es, Blumen zu bekommen? Oh ja, ich liebe es, Blumen zu bekommen. Ich kann jedes Mal heulen, wenn mein Freund dann mit Blumen vor mir steht. Ich weiß nicht. Das ist für mich so das Allerschönste. Es gibt nichts Schöneres. Magst du Surfer? Ich finde Surfer sehr attraktiv. Und ich würde es sehr, sehr gerne selber machen. Ich habe noch nie gesurft. Ja. Machst du dich auch im Urlaub hübsch? Jein. Also zum Strand und so gehe ich meistens ungeschminkt oder nur mit wasserfester Wimperntusche. Also eigentlich schon. Ja, doch, wenn ich jetzt überlege, schon. Aber auch nicht immer. Ich habe zumindest immer meinen ganzen Kleiderschrank mit im Urlaub, weil ich einfach diese Auswahlmöglichkeit brauche. Und ich mache mir jeden Tag da die Wimpern, im Gegensatz zu hier in Deutschland. Hier in Deutschland mache ich das ja immer nur am Wochenende. Aber wenn ich im Urlaub bin, mache ich mir jeden Tag die Wimpern auch zu mehr. Allerdings mit wasserfester Wimperntusche, und zwar eine von Max Factor. Sie hält auch bei Salzwasser sehr, sehr gut. Und zum Abend dann, wenn wir durch die Stadt gehen oder wenn... Ich fahre meistens mit meiner Cousine und sie ist in meinem Alter, sie ist auch 17. Ja, dann gehen wir halt irgendwo noch raus oder so. Also wenn wir irgendwo einen Strand mit einem schönen Hotel und sowas und mit schönen Restaurants und sowas gehen, dann mache ich mich da schon sogar mehr fertig als hier in Deutschland. Ja, wenn wir aber nach Russland zu meiner Familie, das ist ja auch Urlaub, mache ich mich da eigentlich nie fertig. Mhm. Magst du es, Kleider zu tragen?
Generell, ja, liebe ich. Allerdings habe ich, finde ich, wirklich sehr wenige Kleider, die mir stehen, die, für meinen Geschmack. Oder mit denen ich mich so wohlfühle, dass ich weiß, man kann jetzt nicht, ich kann mich jetzt bücken, ohne dass man unten was sieht oder oben was sieht. Und das finde ich sehr, sehr schwer bei mir zu finden irgendwie. Weil ich es auch einfach, weil ich so klein bin und ich keine Kleider tragen könnte, die bis zum Knien gehen oder noch länger sind. Das sieht bei mir einfach nicht gut aus, weil es mich noch kleiner macht. Und deswegen, ja, es ist eine komplizierte Sache. Auf einer Skala Sache. Von 1 bis 10, wie sehr verwirren dich Jungs? Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt die Jungs, die verwirren mich gar nicht. Also mit denen komme ich voll gut klar. Und meistens komme ich mit Jungs besser klar als mit Mädchen. Da würde ich sagen, 1, wenn 1 das Niedrigste wäre. Und es gibt wieder Jungs, da denke ich mir, wo ist der Sinn an deinen Aussagen? Und da ist schon 9 bis 10. Ja. Hast du in den letzten 48 Stunden mit einem Jungen rumgehangen? Ja, gestern mit meinem Freund. Und in der Schule natürlich, aber das ist ja so. Also gestern mit meinem Freund, aber auch Nachmittag. Trägst du Lippenstift? Im Moment nein. Im Moment habe ich, glaube ich, noch Make-up auf den Lippen, weil ich mich gerade erst fertig gemacht habe. Das tut mir sehr leid. Sehr unvorbereitet auf das Video. Aber generell sehr, sehr gerne. Würdest du einen Jungen daten, der kleiner ist als du? Ungerne, weil ich ja selber schon sehr, sehr klein bin mit 1,61 Meter und... Das mir, also ich würde sehr, sehr ungern machen. Ich, wenn der Charakter wirklich mich so umhauen würde, dann natürlich, ja klar. Weil der Charakter ist sowieso das, was mir erzählt. Aber so im Generellen ungern, also eher nein. Magst du das Händchen zu halten? Ja, ich finde das irgendwie süß. Was wäre das jüngste Alter eines Jungen, den du daten würdest? Eigentlich 17. Also er dürfte eigentlich nicht jünger sein als ich. Aber ich glaube wirklich, wenn der Charakter, wie gesagt, mich auch so umhauen würde, würde ich bis zu 16 runtergehen. Aber mehr als ein Jahr darunter geht wirklich gar nicht für mich irgendwie. Ich weiß nicht. Für mich ist es eigentlich auch so, dass die Junge mindestens, also mindestens 2 bis 3 Jahre älter sein sollte. Ist bei meinem Freund aber auch nicht so. Er ist nur ein halbes Jahr älter als ich. Ich weiß nicht. Aber darunter gehen würde ich echt nur, wenn der Junge wirklich so perfekt wäre. Und ja, dann auch nur ein Jahr. Also für mich ist es irgendwie, jeder muss das anders sehen, aber für mich geht es wirklich gar nicht, wenn das Mädchen älter ist als der Junge. Was wäre das älteste Alter eines Jungen, den du daten würdest? Im Moment, mit meinen 17 Jahren, würde ich sagen 25. Das heißt, es wären 8 Jahre älter. Aber ab 20... sehe ich das irgendwie wie so ein ganz Umbruch. Weil ich finde, bis 20 ist man so eher jugendlich. Und ab 20 fängt man dann an, so erwachsen zu sein. Und ab 20 finde ich es okay, wenn der Junge bzw. Mann dann 15 bis 17 Jahre sogar älter wäre. Ja, wenn nicht sogar 20. Aber 20 ist schon wieder doppelt so alt wie... Also 15 Jahre auf jeden Fall. Das heißt, wenn ich 20 wäre, wäre ein 35 Jahre... 35? Ja doch, ne? Ja. 35 Jahre alter Mann. Voll okay. Also das wäre dann... Ja, hey, super. Also es wäre echt voll okay. Aber mit 17, irgendwie, weil ich mich da noch als Jugendlich sehe, ist wirklich ab, also bei 8 Jahren Schluss und 25 wäre das Älteste. Für einige ist das auch schon sehr, sehr krass. Aber für mich finde ich das eigentlich voll okay. Ja. Auf was achtest du als erstes, wenn du einen Jungen triffst? Also es kommt drauf an, wenn ich jetzt in keiner Beziehung wäre und bei einem Jungen wirklich darauf, nur auf das Freundschaftliche ausgehen würde, dann würde ich einfach so achten drauf, wie gepflegt er ist und wie er sich so verhält. Also ist er so super nachgemacht. Dann denke ich mir, okay, ey yo, mal nach Hause. Ist er aber so ein voll normaler oder lustiger Typ, so dann, oder einfach nur netter und so, dann ja, achte ich nur darauf, halt auf den Charakter. Wenn das wirklich ist, so mit zusammenkommen und so, achte ich auch auf die Figur. Ziemlich stark. Ja. Also er sollte jetzt nicht mehr als, also er sollte schon das Doppelte von mir ungefähr sein, weil ich
bin an meinen Arm und sowas relativ lang und zierlich vor allem. Also ich bin sehr zierlich gebaut so. Das hat jetzt nicht mit dick oder dünn zu tun, aber ich bin zierlich gebaut. Und ich finde, von den Schultern her sollte der Junge ungefähr das Doppelte schon bei mir sein, weil ich wirklich sehr so schmal bin. Ja. Ja. Ich belasse es dabei. Ist es sexy, wenn Jungs schwitzen? Nein. Was sollte daran sexy sein? Was ist das Beste, was ein Mann haben kann? Humor. Humor und weiße Zähne. Weiße, steile Zähne. Magst du es, Blickkontakt zu haben? Hast du dir jemals ein Hochzeitskleid oder eine Hochzeit vorgestellt? Seit ich 8 bin, ziemlich jeden Tag. Ich habe mir auch schon diverse Hochzeitsseiten hier in der Nähe oder auch weiter angeguckt, also Hochzeitskleider, und mir mein Kleid ausgesucht, welches ich mir dann kaufen wollen würde. Ich habe schon eine Hochzeitsband mit Tamda und sowas, also sowas gibt es bei uns in Russland auf Hochzeit. Ich habe schon meine Location ausgesucht, mein Catering. Ich habe schon mal, aber das habe ich nur relativ kurz gemacht und dann auch wieder aufgehört, eine Sitzordnung aufgestellt sogar. Also meine ganze Hochzeit ist schon geplant. Ja, sie kann kommen. Ja, also wirklich, ich bin da. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber seit ich 8 bin und damals auf der Hochzeit von meiner Tante war, ist für mich Hochzeiten das große Wow. Und ja, meine ganze Hochzeit ist schon geplant und mein Hochzeitskleid erst recht. Ich habe da einen ganzen, ganz festen so Durchblick, den ich seit ich 8 habe, tatsächlich habe. Und nein, ich glaube, mit 8 fand ich immer dieses Kleid, wie ich das jetzt finde, so diese Kleidersorte, und so eine schlichte A-Linie schön. Und seit ich 10 bin, finde ich nur noch solche Kleider schön, wie ich die jetzt noch schön finde. Und ja. Würdest du für Schokolade töten? Nein, ganz ehrlich gesagt, mag ich eigentlich gar nicht so viele Süßigkeiten. Immer so 1 bis 2 Riegel, aber auch nicht pure Schokolade. Pure Schokolade mag ich nicht, aber irgendwelche Riegel wie Kit Kat oder Corny oder sowas esse ich am Tag, aber sonst esse ich nicht viel Süßes. Ich mag Süßes nicht so. Versuchst du den ganzen Tag oder Nacht für einen Mann toll auszusehen? Nein, eigentlich nicht. Also es gibt natürlich so Tage, besondere, wo ich versuche für ihn, meinen Freund halt, mich besonders hübsch zu machen, mich zu schminken, auch in der Nacht, auch mal schöne Sachen anzuziehen in der Nacht und so. Oder auch am Tag. Aber generell, also nicht immer. Ich weiß nicht. Er muss mich auch so akzeptieren, wie ich wirklich bin. Meiner Jogginghose, meinem Gammelpulli, ungeschminkt. Und das tut er und das findet er okay und das finde ich super. Und ja, dann sind wir glücklich. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Spaß ist Shopping? Es kommt drauf an. Hat man Geld dabei? Hat man Lust? Hat man keine Fußschmerzen? Ist es 10, wenn es das höchste bewertet ist? Hat man gerade eher einen schlechten Tag, es regnet, es ist überfüllt und man hat eh nicht viel Geld, dann ist es 1. Weil man sieht dann einfach tolle Sachen und man kann sich sie nicht kaufen. Flippst du aus, wenn du eine deiner Lieblings-TV-Serien verpasst? Nein, es gibt ja immer noch die Möglichkeit, irgendwo im Internet das nachzugucken oder die Wiederholung zu sehen. Deswegen nein. Aber ich finde es manchmal traurig. Zum Beispiel gucke ich GZSZ wirklich jede Folge eigentlich und habe dann letztens bei der Doppelhochzeit arbeiten müssen. Aber sie kommt am Samstag nochmal. Und dann gucke ich sie mir an. Scheißt du viel? Nein, eigentlich nicht. Wobei mein Freund meint, wir Russen würden uns gegenseitig, wenn wir nett sind, zueinander sind, anschreien. Also wir haben so eine laute Tonart, miteinander zu sprechen, und er bezeichnet das als Schreien. Er sagt, Russen schreien sich die ganze Zeit gegenseitig an. Für mich ist das ein normales Sprechen, also ich schreie jetzt nicht so im Sinne von so schreie ich nicht. Trägst du Jogginghose oder Pyjamas zur Arbeit? Zur Arbeit? Zur Arbeit ziehe ich mich normal an. Also keine Jogginghose oder auch keine Pyjama, sondern normal. Aber wenn es zu Hause heißen sollte, dann trage ich meistens Jogginghose, außer am Sonntag, da bleibe ich den ganzen Tag im Pyjama. Hast du dich schon einmal untypisch für dich gekleidet, nur um einen Jungen zu beeindrucken? Eigentlich nicht, nein. Ich versuche mich gerade so zu erinnern, aber nein. Aber ich hatte zugegeben schon ziemlich, ziemlich viele Phasen so von mir aussehen, aber das war nicht am Jungen bedingt, sondern so einfach für mich. Da hatte ich mal meine Skater-Girl-Phase, meine
Scenes Girl oder Science Girl Phase, wo man halt diese, ich hatte dann weißblonde Haare, so alles nach hier, so richtig hochgedingenst. Schön, wenn man die Ausdrücke kennt. Ja, also, ne, so hochgestylt. Also nicht so, sondern einfach, wie heißt das nochmal, wenn man das so, dieses Volumen reinmacht. Ziemlich viel und dann alles zu einer Seite rüber. Und dann halt so ziemlich coole Klamotten und so an. Dann hatte ich meine richtig Ladylike-Phase, die ich ab und zu immer noch habe. Und meine sportliche Phase, die ich auch ab und zu noch habe. Also im Moment bin ich so der Mix zwischen sportlich, normal und girly. So, beziehungsweise Frauen-Style, Ladylike. So. Ich bin im Moment so dieser Mix, aber ich hatte schon eigentlich alles durch an Styles, die man haben kann. Ja, aber nie wegen einem Jungen. Also ich habe mich noch nie wegen einem Jungen verändert, so. Schreibst du viele schnulzige Liebesgedichte? Nein. Aber zu meinem Ex-Freund muss ich sagen, das war mein allererster Freund und damals, ne, die kleine, süße erste Liebe, da habe ich ihm schon, ich glaube, insgesamt 6 Briefe oder so und darunter waren auch Gedichte geschrieben. Sehr süß. Ja. ohne welches Make-up-Produkt könntest du nicht leben? Ich könnte ohne jedes leben, weil, wie gesagt, ich, schminke mich auch so kaum, aber ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre das ein Coverstick irgendwie. Ich weiß nicht. Also ich finde, dass unter den Augen das ziemlich wichtig ist, weil bei mir, ich bin irgendwie immer unausgeschlafen, habe immer Augenringe und deswegen ein Coverstick für unter die Augen, das wäre sehr wichtig, ja. Verliebst du dich schnell? Zugegebenerweise ja. Irgendwie ist es bei mir so, dass wenn ich mit einem Freund Schluss habe, beziehungsweise, gut, ich hatte gerade mal 2 richtige Freunde, also wo man das Beziehung nennen kann, weil das über mehrere Monate ging. Und ja, zwischen denen waren jetzt 9 Monate Unterschied, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau, aber irgendwie, wenn ich einen Menschen kennenlerne, also bei meinem ersten Freund war das so, als wir uns kennengelernt haben, oder es Liebe auf den ersten Blick wirklich war, irgendwie so. Und wir waren nach circa, ich glaube, 2 Wochen zusammen. Und bei meinem jetzigen Freund hat das 3 Monate gedauert, aber sein bester Freund und meine beste Freundin meinen auch schon seit, ich glaube, nach einem Monat schon, dass wir uns eigentlich benehmen wie ein Pärchen. Also bei mir geht das ziemlich schnell, aber irgendwie ist es auch so, dass mein Herz sich dann komplett um diese Person kümmert, also sofort. Und man sieht es ja jetzt, zwischen mir und meinem Freund dauert es fast 3 Jahre und mein erster Freund hat auch 9 Monate. Also wir waren auch 9 Monate zusammen und das, finde ich, ist auch für 13 eine ziemlich lange Zahl, also Zeit. Und jetzt mit 17, also seit wir 14 sind, sind wir auch zusammen mit meinem jetzigen Freund. Und ich finde eigentlich, auch wenn ich mich schnell verliebe, ist es doch schon eine richtige Liebe, die ich aufbaue. Ja, hast du Krämpfe im Moment? Nein. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, sind damit die Tage gemeint? Ich habe meine Tage nicht im Moment, nein. Aber ich habe auch sonst keine Krämpfe. Also nein. Findest du dich schön? Im Generellen eigentlich nicht. Ehrlich gesagt. Also ich finde mich eigentlich wirklich nicht hübsch, weil irgendwie finde ich immer so viele Sachen an mir, die mich stören. Aber dann gibt es wieder Momente, das soll jetzt wirklich auch wieder nicht falsch überkommen, aber ich glaube, jeder hat das einfach. Das dürfen jetzt keinen irgendwie, ich weiß nicht, Vorwurf dafür machen. Es hat wirklich jeder, wenn man es ehrlich zugeben würde. Ich sehe manchmal Menschen, da denke ich mir, oh Gott, zum Glück siehst du nicht so aus. Ich glaube, jeder kennt solche. Also die fühlen sich vielleicht auch wohl und denken, dass sich, wenn sie mich sehen, das ist auch völlig okay. Jeder Mensch hat ja einen anderen Geschmack, aber ich glaube, da dürft ihr mir echt jetzt keine Vorwürfe machen. Jeder Mensch hat das, dass man einige Menschen so sieht und dann denkt, zum Glück siehst du nicht so aus. Und das habe ich auch. Und dann in solchen Momenten finde ich mich ganz hübsch eigentlich. Aber die meiste Zeit über nein, weil die meiste Zeit habe ich einfach viel zu viele Sachen an mir, die ich verändern wollen würde. Die ich aber nicht verändern werde oder so, weil ich finde Schönheitsoperationen im Maßen egal. Nötig. Das war's jetzt mit dem Tag und ich hoffe, er hat euch gefallen. Er war auf jeden Fall sehr lang, sehr informativ und ich habe doch viel mehr geredet, als ich eigentlich wollte. Ich hoffe trotzdem, er hat euch gefallen und ihr habt ihn bis zum Ende durchgeguckt. Was waren denn so, also antwortet mir doch dann bitte auch auf einige Fragen, die ihr so besonders spannend oder so fandet. Weil, ja, wieso nicht euch auch mal besser kennenlernen und ja. Dann hoffe ich einfach, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!